Elmar. Alrighty. Also. Ja, genau, die Pillar, ne? Ja. Warum waren wir noch mal hier? Ach so, ja, Rüstung reparieren und das upgraden. Okay, gut. Ich glaube, ich weiß wieder alles. Ja, okay. Smoldering Lake, Demon Ruins. Ja, sieht gut aus. Bisschen besser bei Deck hier. So wird eher ein Schuh draus, Hoho. Ja, genau, so wird eher ein Schuh draus. Ja, genau. Demon Ruins, Smoldering Lake. Noch mindestens einen Pillar vor uns, bevor wir zum Boss können. Wohin? Da war noch eine, glaube ich. Hier war. Ja, genau, hier war der eine Raum da, der vierte Raum. Mit dem Körper, dem glaube ich auch drin. Oh fuck. Es ist so dunkel hier, ne? Holy shit. Und da gleich irgendwie eine Ratte angerauscht oder so? I don't know. Der hier zumindest schon mal nicht, ne? Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich glaube, dann gehen wir mal hier runter. Da sind die Rattendudes. Ja. Ja, die erinnere ich mich auch noch. Waren wir ja auch gerade erst noch. Holy shit. Wie viel HP hat der wohl? Ah, so um die 3 bis 4000 irgendwas, ne? Lebt er halt echt immer noch. What the fuck? Okay, die anderen Rattendudes haben gerade keinen Bock. Okay. Ja, und dann. Jemand irgendwie Lust runterzuspringen oder so? Nee. Ja. Ja, da sind sie auch schon, ne? Die Basilisken. Haben wir nicht irgendwie einen. Irgendwie so einen Curse Resistance Ring oder so? Da gab's doch sowas, ne? Ja. Bloodbite. Immunity. War es schon immer Immunity? I don't know, man. Ich glaube, das war das nicht nur Resistenz? Ich weiß es nicht. Egal, nehmen wir trotzdem. Da oben, hier, da, der da. Bam. Ja, ist Immunity. Chaos Remnant. Okay. Guck dir diese Arschlöcher an, ey. Ja, boah, scheiße, war ich bin immun. Bin ich immun? Oder sagt das nur, ich bin immun? Aha, let's go. Jetzt wagt. Haben die Viecher keinen Angriff? Könnt ihr echt nur spucken? Das ist ja putzig. Jetzt wagt. So. Da ist noch einer. Ah, so schön. In der Curse Immunity kommt jetzt mal ein bisschen busted vor. Aber auf der anderen Seite hört mich das jetzt auch nicht wirklich. Ich finde Curse ist irgendwie nicht die coolste Mechanik in dem Spiel.
Da fand ich Curse in. Also ich meine, man kann ja von der Hollow Mechanic in Dark Souls 2 halten, was man will, ne? Bin jetzt auch nicht der größte Fan von. Fand ich irgendwie. Irgendwie eine Hinwahl. Aber trotzdem fand ich Curse in Dark Souls 2 cooler als in den anderen Spielen. Also ich sag mal so ein One-Shot-Ding brauche ich eigentlich nicht. Da kann ich auch gut ohne leben. Ich meine, hier wäre irgendwann mal eine Körner. Hier, das da. Auch nicht. Vielleicht gab es hier einfach keine. Und guck ihn dir an, der kleine Putzel. Hier sind ziemlich viele kleine Krabben. Soll mir das irgendwas sagen? So, zum Beispiel, dass irgendwie gleich eine große kommt oder so. Also Foreshadowing. Ah, ja, soll es mir. Oh, aber. War hier noch was? Nee. Nee. Ja, toll, dann haben wir jetzt eine Krabbe vor uns. Habe ich keine Lust drauf. Ich finde die Krabben doof. Aber na gut. Ist dann hier trotzdem noch der Rittertypi? Nee. Hä? Wer hat denn da gerade auf mich geschossen? Oh. Hallo? Ich bin langsam. Okay. Ja. Der da? I see. Ist noch so einer. Da ist noch so einer. Mal sehen. Schneid mir die einfach hier. Ja, fast. Okay, ne, dauert viel zu lange. Okay, dann nicht. Aua. Hör mal auf. Okay, ja, wenn wir da rein wollen, ich habe keinen Bock, meine Rüstung nochmal zu reparieren. Machen wir den hier. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen weniger Feuerresistenz, ne? Aber ist egal. Okay, ist egal. Also, wach, fick dich doch, ey. Egal, der Cast ging durch. Ne, der ging nicht durch, oder? Ich sehe meinen Buff nicht. Okay, jetzt aber. Okay. Blade of a Fallen Prince. Smoldering Stone. Könnte da irgendwo noch eine Illusory Wall sein? Ich guck mal. Nee. 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 Ich denke, man ist die Antwort wahrscheinlich nee, ne? Okay, haben wir es auch geklärt. Gut zu wissen. Ja. So, die beiden Bogenschützen?
Ein Lizard. Kriegen wir den? Bestimmt. Noch mehr Basilisk. Okay, der wird stiften. Und die kommen auch schon an. Ja. Gut, dass ich den Ring habe. Okidoki. Hätten wir es auch geklärt. Ja, okay. Dann auf. Was sehen wir uns an? Wie wär's mir mit dem Druiden-Ding? Wo wir das doch schon mal haben. Er sieht doch putzig aus. War hier irgendwas? Nee, ne? Ist das das? Nee, das da. Conclave. Hui, holy fucking Christ. Ha. Der FMB-Button einen fast umbringt, ne? Uhu. Ja, okay, der ist weg. Ich verstehe schon. Irgendwie ist da hinten Infighting. Ja, irgendjemand prügelt sich da. Oh, shit. Oh, irgendein NPC-Dude. Da ist doch kurz ein roter Name aufgepoppt. Also irgendwie macht mein AB mehr Damage als mein AT? Question mark? Oh, Rolly Balls. I see. Hey, den kenne ich doch. Knights of Zorak. Der ist doch auch aus dem Base Game. Okay. Der verpisst sich einfach. Was macht denn der? Ich folge dir mal. Fuck. Da so ein richtiger Trick sei, tut so, als hätte er keinen Bock auf mich, ne? Und dann kommt das bei raus. Ich verstehe schon, mein Freund. Ja, doch, das war dann der einfach, der da unten gestanden hätte. Ja, ich meine, er droppt ja auch das gleiche, glaube ich. Ja, zumindest das Schwert und den Schild, ne? Da bei der fetten Krabbe. Also nicht so eine fette Fliege, sondern eine fette Krabbe, ne? Ich verstehe schon. Dann müsste hier irgendwo auch der Ort sein, wo man runterspringen kann für das Leiten. Oder da hinten irgendwo? Ah,
Was? Hä? Nee. Keine Ahnung. Gucken wir uns gleich an. Ja. Und solche Rolly Boys. Ist doch schön. Bonfire. Das war aber damals noch nicht hier. Glaube ich. Da möchte ich mich nicht dran erinnern, zumindest. Ich glaube, das braucht man wieder. Ja, hier, oder? Ja, da, okay. I see. Ja, merken wir uns. Am Bonfire einfach runter. Und hier patrouillierten dann, glaube ich, irgendwie so zwei solche Carver-Swordsman-Typis rum. Aber die gibt's wohl auch nicht. Oh, stattdessen haben wir einen Caper-Demon. Conjurators Gear. Okay. Item. Kirana Geomancy Token. Okay. Interesting. Wir sollten echt irgendwie auch bald mal. Demon's Great Axe. Zum Firelink Shrine zurück, ne? Die ganzen Tomes abzugeben und so. Wäre doch mal eine Idee. Da kommt da der Dude. Ja, also mein AT macht weniger Damage als mein LT, mein AB. Ich glaube nicht, dass das normal ist. Ist das normal? Ich glaube nicht. Chaos Flame. Ja. War es das oder gibt es noch mehr? Also ich meine, ich wüsste nicht. Ich meine, aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei, ne? Und ja. Ich höre doch hier irgendwie noch was. Nee. Da ist noch ein Skelly-Dude. Schauen wir mal die Wände an. Nee. Okay. Sehr gut. Dann zurück zum Bonfire. Oh, was ist das denn? Alter, was ist das da? Auch so ein Schrein. Das sieht ja freaky aus, ey. Wenn ihr so drüber läuft, wird das alles hinter dir schwarz. Irrefill Dun Travel to Irrefill Dungeon. Nee, will ich ja noch gar nicht, ne? Ja, weiter hier unten, ne? Ja.
dann hier einfach hier so. Das sieht ein bisschen tief aus, ne? Wir haben doch bestimmt. Wo ist er? Ich weiß nicht, wie er aussieht. Gibt es keinen Volldamage-Absorbier-Spell hier in dem Spiel? Fragezeichen. Verstehe irgendwo? Nee, 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 nee. Ja, irgendwie, also ich sehe ihn nicht. Falls es ihn gibt, bin ich ein blindes Arschloch. Das sind alles Damage-Spells. Ja, keine Ahnung. Gibt's irgendwie. Hier, Alchemy. Vielleicht gibt's ja hier irgendwie so ein Potion. Fall Damage. Moderate Heights. Wir haben drei davon. Okay. Wenn der das sagt, dann stimmt das wohl. Ja. Irgendwie so ein graues Ding, ne? Das da? Ja, Full Control Potion, okay. Ja, die Katze, ne? Der Katzenring, kennt man ja. Nice. Und was bist du? Undead Moonshard. Nice. Kann ich nur leider absolut nicht mehr gebrauchen. Oh, man hätte auch einfach rumlaufen. Okay. Ja, okay. Nevermind, man hätte doch einfach rumgehen können. Ich sehe ihn. Hier, komm. Fuck. Go, go, go. Nein, Junge, LT. Und dann RT, du fuck. Holy shit. Bzzzt. Ach, so eine herrliche Waffe, ey. Okay, ja, ich glaube, vermute. Dass es das denn gewesen sein sollte, weitestgehend. Ich meine, es gibt bestimmt hier und da noch das eine oder andere Goodie, das wir verpasst haben. Was ist denn hier mit eigentlich? Das ist so laut und das sieht so. Das ist nur so ein Haufen verbrannter Dämonen hier. Okay. So. Gut. Ja. Okay, da. Ja, okay. Drei Pillars. I see. Da die drei Dinger. Ja, ein Feuerschwert gegen einen Blight Knight, ne? Oh, trotzdem ganz gut Damage. Ist das auch ein Desert oder ist das Loot? Nicht näher hin. Der Junge ist ein bisschen verwirrt. Lassen wir einfach so stehen. Titanite Chunk. Ja. Ja, und da hinten ist dann der Fire Demon Typi. Okay.
Ah, einfache Gräser. So, aber womit kämpfen wir denn gegen den Typen? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Oh, wie schnell? Wie schnell kann ich den töten? Mit Parallax Weapon und den. Und Freedas, wie heißt das Ding? Mit der Great Scythe. Da bin ich mal gespannt, ey. Der dürfte nicht lange überleben damit. Dürfte nicht allzu lange machen, der Kerl. Gucken wir mal. So, machen wir den da. Dann gehen wir rein hier. Ja, genau. Okay, der ist der gleiche. Kann ich bitte anlocken? Danke. Was macht er? Okay, okay, okay. Da ist er explodiert. Und ich glaube, in der Form kann der nichts mehr machen, oder? War da nicht irgendwie sowas? Ich glaube, in der Form ist der halt komplett nutzlos dann. Mal gucken, ob der ihn wegschoben kann, schubsen kann, so schieben, schoben, schubsen, schieben, ihr wisst schon. Okay, ein bisschen Damage kann er noch machen. Okay, hiermit? Ah, nee, ne? Armer Dude. Wie lange der wohl hier rumgehockt hat. Ja, armer Dude. Armer Old Demon King. Also ein. Ah, ey. Weiß nicht, irgendwie so ein. So ein Dark Soul Prequel wäre irgendwie mal lustig. Also wenn alles, was man so liest, noch so intakt ist und so. So ein Anorondo, so ein Isolith, so alles so intakt. Wäre irgendwie lustig. Ah, ne? ja. Okay. Hat uns das irgendwie was gebracht? Ich glaube, Smoldering Lake war eh nur ein optionales Areal, oder? War das nicht irgendwie so? Naja. Ja, ist der auch wieder tot? Der arme Kerl. Boah, okay. Ja, aber immerhin so ein bisschen mehr los hier in dem Gebiet als in Original DS3. Ist ja auch schon mal ganz lustig. Also Smoldering Lake war ja echt nicht viel los. Da ist es doch eigentlich schon ganz schön, dass hier ein bisschen was passiert, ein bisschen was los ist. Finde ich. Okay, wenn wir das jetzt hinter uns haben, was wollen wir sonst noch machen? Wir könnten hier aber jetzt in den Irithyll Dungeon, aber ich weiß nicht, ob wir das überhaupt wollen. Wir haben ja nicht mal Irithyll proper gemacht. Wir könnten ins Lothric Castle, wir könnten hier weitermachen und wir könnten übers Undead Settlement zum Arch Dragon Peak. Ich glaube, das sind unsere Möglichkeiten momentan.
Naja. Machen wir Irrefill, warum nicht? Habe ich irgendwie Lust drauf. Mal gucken, wie das aussieht. Mal gucken, was die hier verändert haben. Also, wenn ich ganz ehrlich sein will, originales Irrefill. Weiß nicht. Die Caster-Dudes waren schon ein bisschen nervig. Fand ich. So, persönlich. Natürlich kommen wir hier noch auch zu Anolond und Aldridge, ne? Ja, lass einfach das hier machen, warum nicht? So, die Frage der Fragen wird uns jetzt wieder. Beim ersten Mal habe ich mich hier voll erschrocken. Da ist auf einmal so ein richtiger Fettsack von hinten gespawnt, ne? Also. Ich weiß nicht, spawnt der jetzt immer noch? Ich meine, hier sind ja schon Gegner, ne? Das ist ein Drache. Das ist ein fetter Drache. Der spuckt ganz schön fett sein Eis hier. Okay. Und da ist so ein Typi. Kriegt der auch Damage durch das Eis? Ja, kriegt der auch. Okay. Oh, what the fuck? Okay. Haben wir Rüstung mit Frost? Was hat denn viel Frost hier? Um. 22, 66, 25. Battle Mage Armor? Könnte man drüber nachdenken. Firekeeper Rope. Der, ja, der. Drang? Etwa Drang Lake? Ja. Bear of a Curse. Bear Sig Sig Lesnar, kennen wir alle. Was so eine gute alte Lederrüstung? Hat doch auch was Schickes, oder? Relativ mittig. Neben Jailers Rope und Mira West. Okay, gucken wir mal, ob wir es finden. Wer zum Teufel ist Leleani? Eine von denen da, mit Julia da, die, okay, I see. Ja. Nicht doof. Was ist denn das? Also relativ mittig. Was ist denn hier? Evangelist, Jailer, Address, Pontiff. Wo finde ich denn den Scheiß dann nicht? Ich sehe. Wo ist denn der Mirrorhut? Gibt es den Mirrorhut nicht? Oder bin ich blind? Ah. I don't know, man. Ja gut, dann halt, warum nicht? Okay.
Ja, so ein fetter Drache, ne? So ein fetter Drache. Wie viel Damage macht denn der, wenn ich das einfach face tanke? Ja, ganz guten Damage, ne? Oh, okay. Und dann haut er ab. Und dann haut er ab. Okay, auf Wiedersehen. Ja, okay. Erythr. Weiß auf weiß fast nicht gesehen. Holy shit, hat der AP. Oh. Au. Au. Okay. Also wenn die hier alle so viel HP haben, puh. Ich höre hier doch was. Naja, ist ja auch egal. Okay. Bestes Wort, boy. Vielleicht? Excuse me? Kommt der Drache noch mal wieder? Ja. Gut, er in der Tat. Okay. Da oben ist er. Hallo. Kein Loot da drüben, ne? Fuck. Voll reingesprungen, wie so ein Idiot. Lass mich einfach durch. Nicht tot? Nope. Komm, ey, stirb doch. Ach, stirb doch einfach. Danke. Besten Dank.
Ups. Okay, man muss es ja mal ausprobieren. Returning Eggs, okay, kann ich werfen? Ja, okay, da muss man jetzt hier kein Türchen öffnen, weil ne, ist ja sowieso wieder Bonfireplatz jetzt. Okay. Drache ist nochmal wieder weg. Sehen wir gleich bestimmt nochmal wieder. Gehe ich doch mal fest von aus. Uh oh. Hallo. Die Inflicten Curse. Was sagt man denn dazu? Frech. Ah, richtig frech. Frozen Tier, keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich auch irgend so ein Covenant Item. Ach, wird ihr auch so einen Drachen anfliegen wie ich? Ich spüre da nämlich was, ey. Ah. Drei, so. Was ist das denn? Oh, wahrscheinlich nur komische Lichtreflexion. Okay, alles gut. Hallo. Da ist noch irgendjemand. Ey, das kenne ich doch. Das kann doch irgendjemand anderer auch. Das ist jetzt ein bisschen awkward. Ja. Okay, wie wär's mit... Ich zieh dich hier rüber.
Und dann renne ich auf deinen Freund, Boss. Shit, der ist schneller als ich. Okay, wenn einer tot ist, ist das schon mal viel leichter her. Jo. Ah, feels bad, man. Nee, okay, dann war's das. Ein schlechten. Nee. Nee, auch nicht. Nee, okay. Ja, okay, dann war's das ja wohl tatsächlich. Also zurück. Ich. Excuse me? Ow. Goodbye. Hey, kennt man auch noch? So ein Dude hier. Oh, da ist mir irgendwie das Stamina ausgegangen, ne? Ups. Hey, frech. Überlebte das einfach. Ring of Manus. Ja gut, dann war es das wohl hier auch. Hallo.
Ah, salutations, Ashen One. Thou art in luck. I have recently acquired several new curios that may pique thy fancy. Ach ja, hier, der, wie heißt er, der wollte, der hat ja auch die gedroppt, ne? Das erklärt wohl so einiges. Oh, Empowered Titanite Shards, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Nehmen wir mal ein paar von. Ja. Twinkling? Verkauft der Graveyard das nicht irgendwie für die Hälfte des Preises? So, Wucher hier, ey. I am Aiden. Of Xena, traveling merchant and collector of rare commodities. Thy purpose is known to me, and I hope that I may, by some small token, vouchsafe thy noble doings. I am very good, my friend. May thy find thy selections both salubrious and efficacious on thy glory. Ja, alles klar. Echt nicht? Okay. Und bevor wir hier weitergehen, würde ich aber eigentlich ganz gerne. Oh, nevermind. Da noch mal ein bisschen weiter grotzen, ne? Top of Prison Tower. Hallo. Oh, good blade of the dark moon, if I can provide thee succor. Long ago, our father Gwyn, lamenting the waning of the fire, became cinder of his own will. Now, the fire is linked by the champions who have come in his stead. Such is the will of Father and the gods. And so the Dark Moon Knights took arms to watch over those who link the fire. Uh-huh. But long ago, our company lost its last proper knight. Oh no. Only its covenant was preserved to this day. Until the time of thy visit. Erdem taketh many forms, indeed. Okay. Moonlight Sword Spear. Proof of a Concord kept. I see. Ah. Not bad. Okay, ein bisschen Overkill. Sag ich jetzt einfach mal so. Oh. Ja, okay. I see.
Dann war es das hiermit wohl auch. Ja, bevor wir dann da rechts weitermachen. Okay. Der Teleport. Ja gut, der Teleport hat wohl Sachen respawned. Weil hingesetzt habe ich mich nicht, ne? Ich meine nicht. Ich habe ja auch nur 11 Estes, weißt du? Na ja, gut, dann nehmen halt alle wieder. Bisschen unfortun, aber was soll man halt machen? Ja, okay. Soweit so gut. Ja, da laufen sie. Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? What the f? Die waren doch gar. Eieieiei. Okay, zwei gibt's noch. Hallo. Ups. Eieiei! Tyrannosaurus recht. Nicht ganz ungefährlich. Noch einer. Von euch gibt es aber auch von diesen Fire Witches oder was auch immer, gibt es aber auch echt wieder. Aha. Will ich hier runter? I don't know. Vielleicht gleich. Ja. Pontiff. Der gute alte Pontiff. Gehen wir mal runter. Hallo? Okay. Oh. Okay, das bringt uns nur hierhin zurück. Na gut. Hallo. Dieser macht ja nichts, ne? Oh, doch, okay. Ah, oh, bis nach. Da bin ich aber nicht zeitig weggerollt, ey. Heiße Sache.
Dark Miracle Tome of the Deep. Okay. Wie, warst du jetzt schon hier, oder? Nee. Ich wollte gerade sagen, hey, hier ging es noch weiter. Aber keine Wunde bis jetzt, ne? Oh. Never mind. Ich muss das ja auch sagen, unbedingt, ne? Match earn. Aha, aha. Hallo. Ja, da unten sind sie alle. Quest bräuchte ich jetzt eigentlich auch nicht, aber ich glaube hier mit den Ring zu nutzen wäre ein bisschen Overkill. Gegner noch und nöcher, ey. Holy moly. So. Aber irgendwie kommt es mir hier so ein bisschen heller vor als in Dark Souls 3. Im gleichen Ort. Ich glaube, hier ist auch irgendwie was mit dem Licht ein bisschen anders. Ups. Voll nicht getroffen. Frech. Fuck. Da sind noch zwei und das war's dann auch. Okay. Nehmen wir die noch mit.
Echt? Ist einer runtergefallen? I don't know, man. Okay, anyway. Was hat das hier mit auf sich? Kann ich hier hoch? Nee. Oder? Nee, okay. Ist das hier ein Grund? Eine Hidden Wall? Vielleicht? Nee. Kurios. Dann weiß ich auch nicht. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht unbedingt ein Fan von zwanghafter Teleologie. Also von daher ist das wohl okay. Easy clappers. Ich glaube, hier war nirgendwo eine Hinwall. Ein Zauberlut? Ja, guck mal einer an. Glimmering Dust. Ja, tolle Karte. Okay. Haunt of Night Armor. Boah, sag mir irgendwas, dass die jetzt hier einfach rumlag. Oh, hallo! Gib mir irgendwas Fetteres für die Viecher. So ein richtig fetten Hammer, ey. Wo ist er? Da ist er. Die Rüstung ist aber auch echt leicht, what the fuck? Nice. Never mind. Holy shit. Chill. Chill out. Holy fuck, was geht denn hier ab? Okay. Regroup. Regroup, baby. Ist mir viel zu viel. Rachel, Scholar of a Conclave. Okay, Rachel, dann lass mal deine Buddies hier weg. Oh, der Hammer ist so fett, ne? Ich sehe wie voll wenig.
hat ihr keinen Zip-Juice? Drei Essence Shards, interessant. Stella? Why, hello there, my friend. Ich glaube, der war hier im Basegame nicht. Ich würde es aber auch nicht, ich würde aber auch nicht drauf wetten. Vielleicht habe ich den nur vergessen. Ich glaube, der war hier nicht. Naja, ist ja auch egal. So, okay. Hey, sorry, der Hammer nimmt mir irgendwie zu viel des Bildes ein. Ich sehe irgendwie nicht so richtig, was direkt vor mir ist. Ich glaube, die Waffe werde ich gleich wieder wechseln. Ups. Auch wenn er schon cool ist, ne? Da kann man nichts sagen. So ein richtig fetter Hammer. Hat schon irgendwie was. Ist das Gitter hier neu? Das kommt mir unbekannt vor. Das war im Basegame nur ein Eingang. Ja, und da geht's dann ins Dungeon runter. Ja. Daran erinnere ich mich ja wohl auch noch. Okay, never mind. Aha. Auch wieder so ein paar Dudes hier. Ich würde die gerne one-shotten können. Die haben aber echt richtig krass kostümierte Typen hier. Ah, oh, bin ich tot? Nee, na eben los. Aber trotzdem. Ah, nicht die beste Idee, die auch noch zu aggroen.
Überall hätte man hier geschossen, ey. Heiliges Bimbänder. Okay. So weit, so gut. Okay. Die Classic DS3 Experience. Wäre jetzt eigentlich folgende. Komm mal her. Ja, wenn der einfach hier dann so rumjockelt. Einfach dann so runterfallen, ne? Kann der eigentlich ganz gut. Ich glaube, wir töten den jetzt einfach. Und beim letzten Mal ist er bei mir einfach runtergefallen. Smoldering. Ah, okay, wo kommt man dann hier raus? Muss ich mal gleich ausprobieren. Wo genau man im Smoldering Lake dann rauskommt. Aber ja, hier will ich eigentlich noch gar nicht sein, ne? Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir natürlich das Bonfire mitnehmen. Und wenn man das Bonfire dann schon mal hat, dann kann man eigentlich auch direkt ausprobieren. Hier. Ah, oder? Nee. Alien zurück durch den Keller. Oh, das... Ja, oh, nee. Ja, doch, okay, dann wäre dann wahrscheinlich dieser Schrein da ganz oben, ne? Ja, macht Sinn, okay. Ich verstehe schon. Wenn man das hier dann halt schon, weil da steht ja, da stand ja, Teleporter Area for Dungeon, ne? Wenn man das hier dann schon als Dungeon bezeichnet, dann macht das wohl schon Sinn. I see. So. Jetzt haben wir ganz viele von denen vor uns. Vermeintlich. Na, eine Sache will ich dann gleich nachgucken. Ja, und zwar... Oh, der ist nicht klar dort. Ach komm. Und zwar... Ja, da ist es. Don't give up, Brent. Ne? Irgendwie so war das doch. Toxic. Oha. Ja, ah ne, ah, Friend, okay, ja. Ja, ja, der Arme, ey. Deswegen, beim ersten Playthrough habe ich den nicht losgeschickt nochmal hierhin. Ich habe da irgendwas verkackt gehabt. Und ich konnte es nicht übers Herz bringen. So, hier haben wir noch Estes Soup, ja. Ah, erstmal so schön vors Feuer flitzen.
Okay, das ist neu. Ist ja jetzt eine richtig fette Bücherei, oder was? Das habe ich aber anders in Erinnerung. Wenn es eben hier wesentlich schicker aussieht als im Base Game. Hallo! Ab 3200 HP haben die also, das ist sehr interessant. Ah, kein Bild. Oh doch, never mind. Tja, ja. Why? Was ist das denn? Okay. Oh boy. Ey, da fällt auch nichts zu ein. Oh Mann. Aber keiner, der uns von da oben beschießt, ne? Das ist ja... Das sieht man echt richtig schlecht ohne Licht. Holy moly. Oh, Bonfire. Okay. So, hier bin ich ziemlich oft gestorben. Damals im Base Game. In dieser scheiß fucking Tunnel und der Upu-Leute in Kombination. Lion's Fury, Soul of a Great Champion. Das da. Okay. Schon mal wesentlich mehr Damage als Valorant. Gleiche Stance, gleiche Skill. Gucken wir uns mal an. Ah. Okay. Ja, ganz schick, aber mehr auch nicht, glaube ich. Ich habe ja sowieso hier schon meinen Trusty Shield of One, ne? Was kann man mehr wollen? So ein Frechdachs. Hail Shade. Aha. Was ist denn das? Tire 1 by those who kill in the name of the Sable Church of Londor. Interessant, und die ziehen dann hier so was Fettweise dann. Das ist ja interessant. Ich gehe mal undercover, ne? Hier, Pontiff Knight Armor oder was ist denn cooler? Das hier? Ah, das sieht schon nicht schlecht aus, ne? Das hat irgendwie nur so den, die Schulterpads, ne? Schulterpads sind ja aber ganz cool. Ja, komm, lass uns mal als Pontiff Knight ein bisschen rumlaufen. Warum nicht, ne? Wo ist denn das? Das auch? Bisschen.
Das da, okay. Okay, ist so eine Krone. I see, I see. Was sieht die dumm aus? Bisschen besser. Oder einfach direkt komplett so. Geht auch. Sind wir einheitlicher, ne? Da. Don't attack me, I'm one of you guys. Das ist also ein Pantheon Knight, I see. Frech. Aha, da war jemand. Okay. Warte. Au. Au, au. What the fuck? Kannst du mal chillen? What the fuck? Holy shit. Wo sind denn die Irrefill-Waffen hier? Müssten nicht auch hier dabei sein? Sind auch so, also Krummschwerter oder so? Was ist das denn hier? Straight Sword. Hunt of Nightcraft Sword. Frostblade. Execute large spinning motion to imbue blazer. Bla 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 bla. Bleeding. Ah ne, wir haben Bleeding haben beide, never mind. Ich glaube, bevor wir dann hier weitermachen, wäre es nicht die schlechteste aller Ideen, den Shortcut hier zu öffnen, glaube ich. See ya. Item? Indeed. Holy shit, das macht ja gar keinen Damage.
Okay. Ups. Okay, ich glaube, dann sind wir auch schon fast. Schon. Fast durch hier. Tja, ja. Hallo. Da war ja mal gar keine Wind-Up-Time. Holy shit. What the fuck is this shit? Spawn. Ah, I see. Tja, even his name is not known. Tja. Ich sehe schon. Viel Stamina, der Typ. From Iced Heresy, your devotion leads you on to conquered Stormfronts. Okay. I don't know. Wenn ihr das sagt, dann stimmt das schon. Hallo Welt. Tschüss, Welt. So, dann kommt gleich der Pontiff dran. Lordran Lightning Town. Ja, also direkt, also zurück da, ne? So, Toms austeilen, verteilen, müssten wir bald mal machen. Wir haben ja schon einiges gesammelt. Ich glaube, bevor wir da jetzt zum Pontiff gehen, noch kurz zum Bonfire zurück. Wenn wir nur noch dreimal Estes. Und so wie ich mich kenne, fresse ich bei dem richtig viel Damage. Ist, hat er auch Rüstung selbst gehabt? Oder hat er nur seine... Nee, ne? Ich meine, wenn wir uns mal angucken, die sind schwach gegen Magic und Dark.
Hier gegen Feuer. Hier gegen Magic und Dark und Feuer. Ah, da nehmen wir gegen den. Dann hat doch bestimmt der Sullivan selbst auch eine Feuerschwäche, ne? Wäre so meine Idee. Dann nehmen wir noch mal irgendwie so ein Feuerschwert her. Das da vielleicht. Geht auch immer. Wo ist denn hier das? Hä? Nicht. Bin ich blind oder was? Wo ist denn das? Das ist. Kann ich auch mal das wieder benutzen? Das ist ja. Ich finde das Schwert ja an sich ja richtig nice. Ein bisschen Feuer hat es ja auch. So, hui. Ne? Warum also nicht? So. Dann setzen wir uns mal. Nehmen wir ein bisschen Feuer wieder hier mit. Meine Standardkost. So. Und dann gehen wir noch gleich unseren Freund besuchen, den Pontiff Sullivan. Nehmen wir noch mit. Warum nicht? Was soll der Geiz? Ah, hui. Kannst du da sehen? Kein Loot, kein Loot. Ja. Aber daneben gehen wir einfach vorbei, oder? Die haben mich mal richtig verprügelt. Muss nicht nochmal sein. Goodbye! Kein Boss? Da war er einsam, aber schneller. Au! Boah, das ist ein Bonfire, ne? Und hier ist kein Boss. Das, okay. Ich bin verwirrt. Gucken wir uns nochmal an. Ist hier an den Seiten irgendwie was? Nee. Das sieht doch irgendwie nach was aus, oder?
alles irgendwie nichts. Ja. Okay. I don't know, man. Dann halt nicht. Wenn ich will, der hat schon. Hat sich das hier? Ach gar nichts, das ist nur Feuer. Ihr seid da viel zu früh dran. War gar nicht der DLC. Dann goodbye. Ja, sie sind trotzdem ein bisschen früh dran, ne? Wie gesagt, ist noch gar nicht der DLC und die sind jetzt schon hier. Giants chill. Sind auch noch ein bisschen laut, die Viecher, ne? Ach komm, ich mag doch Giants eigentlich. Lass doch mal. Sollte da eigentlich auch erst im DLC vorkommen, ne? Ach nee, schon hier. Wer hat euch aus der Painted World gelassen? Hey, 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 ich glaub sie nicht.
Sag bloß, hier ist ein Eingang. Aha! Aha! Interessant. Und direkt zum Corvian Settlement auch noch. Das ist ja kurios. Fuck! Why, man? Just targeted. Holy shit. Und du bist du? Nee, doch nicht. Oh, okay. War der schon immer hier? I don't know. Ein Boss. Okay, wenn ihr sagt, dass es hier keinen Boss gibt, dann glaube ich euch das nicht. Irgendwas kommt hier schon noch. Looky looky. Hallo. Kurios. Oh, langsam glaube ich echt, dass es hier keinen Bossfight gibt. Auch wenn es mir ein bisschen merkwürdig vorkommt. Ich hau mal hier noch irgendwie ein paar Sachen an. Nee. Nee, okay. Ja, dann halt nicht. Weiß auch nicht. Was soll ich sagen? Ja.
Dann halt nicht. Dann lass mal weitermachen. Sind ja auch schon kurz vor Anor-Londo, ne? Halt. Zumindest so halb, ne? No! Don't leave! Don't leave! Tight tonight, lizard. Thank you. Okay. Wir haben unseren Eisdrachenfreund noch nicht mehr gesehen, ne? Der ist ja einfach schriften gegangen. Nach dem zweiten Mal Hallo sagen. Oder was ist das dritte Mal? Ich glaube das zweite Mal. Der Drache ist ja. Der Drache sei schon. Der Riese ist ja jetzt hier, ne? Eigentlich will ich den gar nicht bekämpfen. Ich mag Riesen eigentlich. Also chill dich mal wieder hin. Alles gut. Nicht nur wa- Wäre ich den falschen Platz erwischt? Ich weiß nicht, was so ähnlich aussieht, aber wann das ist? Okay. Priest of Gwyn. Ja, da kann ich tatsächlich. Get fucked! Ah. Lebt aber noch. What? Jetzt habe ich nicht mitbekommen, was die gedroppt hat. Ich schreibe im Video nach, guck mal danach. Das Ding, da muss ich dann nochmal hin, oder nicht? Da war doch irgendwas. Ich meine, da wäre was gewesen.
Hallo. Ja, doch, ihr kommt auch noch dran. Alles gut. Hat jemand was gesagt? Nee? Okay. Hä? Okay, ich sehe. Schaut gerade in die andere Richtung. Ich verstehe. Trotzdem fehlt mir doch irgendwie dieser eine Raum, wo im Basegame diese zwei fetten Viecher sind, ne? Hier in der Nähe, wo man da die Leiter runterklettert und dann diese zwei Fettsäcke sind. Ja. Ich hoffe, ich sterbe hier nicht. Wäre irgendwie doof. Ah. Okay. So, gucken wir mal. Haben wir den runtergepustet vielleicht? Den Silver Knight hier? Uiuiui. Knappe Geste. Oder wir rushen einfach nach oben durch. Ich glaube, das wäre fast am sichersten. Der hat einfach keinen Bock. Okay. Ow. Whoa, what the fuck? Chill. Relax, please. Ups. Au. Okidoki.
Vielleicht der hier, Boss? Wenn beim Sullivan keiner war? Okay, nee, nur Silver Knights. Wow, holy fuck. Nice damage, bro. Nicht, nicht schlecht. Fuck. Holy shit. Tja, die haben vielleicht eine gute Waffe, aber ich kann Circle strafen. Ey, let's go. Oh, okay. Surprise. Ow. Vielleicht doch was? Da sehe ich keine mehr. Weil wenn man die Quest mit Andri und so nicht machen kann und Julia, dann und der ist doch bestimmt irgendwie umgeformt für irgendwas, ne? Da ist doch jemand. Bist du nur ein Silver Knight? Oder kein Champion Silver Knight? I see. Yep. Holy shit, der Junge hat HP. Oh oh. Wohoho! Nice damage, bruh. Jesus. Ah, ich glaube, ich sterbe. Okay, Kamera, please. Not a fan of the camera. Damn. Actually, it got murked. Trotzdem kein Fan der Kamera. So, einfach so hinter mir. Und dann beim Strafen geht es einfach in die andere Richtung, damit man dann voll in die falsche Richtung straft. Finde ich ein bisschen scheiße. So, jetzt habe ich es gesagt. Fuck you. I'm out of here. Fuck this shit, I'm out. Ich weiß, was mein Fehler war. Ein ganz klarer Fehler war, ich war nicht mehr inkognito. Dumm von mir. Black Knight, Silver Knight. Ganz oben. Okay, gut zu merken. Ich kenne Silver Knight Gauntlets. Ah. Was sagt man dazu? Ich habe nur Black Knight Gauntlets. Ach, bemerken die schon nicht, ne? Ist ein bisschen Ruß, alles gut.
Sieht doch originalgetreu aus, ne? Die schwarze Handschuhe bemerkt doch keine Sau. Doch, ich kenne Gauntlets. Ich will die Gauntlets auch. Ja, das Set wäre schon nice, ne? Au. Fuck me. Uh-oh. 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 Oops. Das musste mal irgendwann mit Teleport passieren, ne? Ich meine, ich habe es eigentlich schon viel früher kommen sehen. Als jetzt so, aber ui. Also so 800k wollte ich dann doch irgendwie nicht verlieren. Ja, muss dann doch nicht sein, oder? Ja. Ui. So, machen wir das nochmal, diesmal ohne irgendwo stuck zu gehen. Keine Ahnung, wer da gestorben ist. Fuck this shit, I'm out. Ich bin nicht einmal da unten vorbeikratzen, ne? Bisschen Loot. Das ist ja diesmal eine Treppe auch. Okay, war schon immer da, denke ich mal. Okay. Sehr. Ich kann auch eigentlich kurz den Shortcut öffnen, ne? Aber wenn da irgendwie 50.000 Leute hinterherlaufen, weiß ich nicht. Hui, okay, wir sind drin. Okay. Oh shit. Ich hätte gedacht, er hört irgendwann auf, mich zu verfolgen. Eieiei. Sit down. Ah, das, wenn die Kamera da so rumschleudert, ey, richtig Cancer. Also richtig. Nicht nur so halb. Ups, das wollte ich gar nicht machen. Das wollte ich machen. So, der hat mir richtig die Fresse poliert, der Kerl. Dann würde ich dem gerne zurückgeben. Aber wer weiß, ob das mal wird. Den habe ich voll vergessen. Holy shit.
Also richtig vergessen, ey. Uff. So. So, mein Freundchen, dann wollen wir doch mal sehen, wie schnell du mich jetzt verprügelst. Ich tippe auf 17 Sekunden. Ab jetzt. Okay. Ja, das ist halt echt scheiße. Der hat halt echt nicht schlecht HP. Also gefühlt ist die Kamera gerade, die Kamera irgendwie so scheiße, wie wenn du irgendwie in Monster Hunter die ganze Zeit nur mit auf dem Kopf targeten kämpfst, wie so einen richtigen Fettsack. Man schwingt die halt so richtig dumm rum, weil man halt nicht die ganze Zeit den Kopf anvisieren sollte, ne? Das klingt doch nach was für unsere wie heißt sie noch? Ich weiß nicht mehr. Irina? Irina, ne? Irgendwie so. Also auch kein Bossfight hier. Kriegen wir dann hier überhaupt noch einen Bossfight? Oder ist Irith für Bossfight los? I don't know. Und gleich kommt hier schon an Orlando, ne? Das sieht halt echt cool aus hier, ey. Kann man nichts gegen sagen. Gegner? Ja, aber da waren wir ja schon, also müssen wir da nicht nochmal rüber. Echt nicht schlecht hier. Ja. Auch schon wieder über 2 Stunden hier. Ach, nur ein Level Up, schade. Warte, wie viel? Ungefähr, ein bisschen mehr als 30k, okay.
I see. Ich glaube, die waren 50k. Oder? Jo. Läuft. Dann haben wir mal noch zwei random Level Ups irgendwas raus. Ich weiß aber nicht in was. Bisschen OP. Ich kann nicht. Ich glaube, da ich so viele Scheißpunkte in weiter Tür gehauen habe. Ah, boy. Aber warum nicht? Ach, komm, auch ein bisschen OP. Ja gut, ne? Ja, dann beim nächsten Mal dann wohl Anno Londo, weil in Irithyll irgendwie kein Boss war. Ich weiß auch nicht. Aber das, vielleicht kommt da ja irgendwann noch was. Na gut, in diesem Sinne.